Sehr geehrte Frau Bundesministerin Klöckner, liebe Preisträgerinnen und Preisträger, liebe Jurymitglieder, liebe Freundinnen und Freunde des Bundeswettbewerbs Ökologischer Landbau, ganz herzlich willkommen zur 21. Ausgabe. Damit glaube ich, sagen zu können, dass der Bundeswettbewerb erwachsen geworden ist. Und ich freue mich jetzt sehr, obwohl wir komplett digital hier aus dem Messestudio heraus zu Ihnen und mit Ihnen senden, dass wir trotzdem uns innerlich mit Ihnen verbunden fühlen können. Schön, dass Sie so zahlreich da draußen jetzt zuschauen. In diesem Jahr ist so vieles anders, aber eins ist geblieben, wir zeichnen auch in diesem Jahr herausragende Betriebe aus, die Innovation, Tradition und Vielfalt immer wieder neu ausloten und auf herausragende Weise zur Aufführung bringen. Und so zeichnen wir heute Betriebe aus, die seit mindestens 2 Jahren nach den EU-Rechtsvorschriften für den ökologischen Landbau zertifiziert sind und wirklich durchweg ökologisch bewirtschaftet werden. Und mit diesen Worten vorab freue ich mich jetzt sehr, auch das in bewährter Manier, an die Bundesministerin für Ernährung und Landwirtschaft, Julia Klöckner, abgeben zu dürfen. Ich bedanke mich sehr herzlich und freue mich, dass Sie alle da sind. Und deshalb sage ich ganz herzlich willkommen erstmal. Danke. Oh, ich sehe mit Mikro. Mein Mikrofon neben habe ich. Dann jetzt hört man Sie noch besser. Bekommen. Ich hoffe, Sie hören mich jetzt alle. Sehen Sie, so ist man das gewohnt, ohne Mikrofon zu sprechen. Und deshalb einfach nochmal, sehr geehrte Damen und Herren, ich bedanke mich sehr herzlich auch für die Moderation und freue mich, dass Sie alle dabei sind, jetzt auch dabei sind online. Es ist anders. Wir hätten gerne die Grüne Woche gerne live, ganz offen gesagt. Es geht nichts über das Reale. Aber bevor wir etwas komplett ausfallen lassen, sagen wir, machen wir es digital. Und so grüße ich lieber Herr Dr. Prinz zu Löwenstein, liebe Preisträgerinnen und Preisträger, liebe Gäste, das Interesse an unserem Bundeswettbewerb ökologischer Landbau. Böhl war in diesem Jahr unglaublich hoch, trotz schwieriger Bedingungen. Uns hat eine ganze Reihe beeindruckender Bewerbungen erreicht. Und vielen Dank dafür, allen Bewerberinnen und Bewerbern, dass sie trotz dieser Zeit mitmachen. Und auch vielen Dank an unsere Jury. Und ich möchte meinen Glückwunsch an Sie, liebe Preisträgerinnen und Preisträger, die wir gleich bekannt geben. Diese Glückwünsche möchte ich gerne überbringen und Sie sind auch online. Sie sind uns zugeschaltet, warten zu Hause darauf, dass wir dann miteinander auch dann zusammengeschaltet werden. Lassen Sie mich Ihnen aber vorab noch einige Worte mit auf den Weg geben. Fragt man Verbraucherinnen und Verbraucher, so sagen sie, sie finden Bio gut. Und tatsächlich wächst der Biomarkt. Sie wissen, ich habe jetzt jüngst erst unser Biobarometer vorgestellt. Das zeigen die Marktanalysen von 2020 und vorläufige Prognosen gehen für den deutschen Biomarkt von einem zweistelligen Umsatzwachstum aus. Den seit Jahren konstanten Wachstumstrend, den bestätigt auch unser jährliches Ökobarometer, was ich eben erwähnt habe. Und es wird immer noch zu wenig gekauft. Tatsache ist, nicht die Qualität, sondern der Preis spielt leider bei der Kaufentscheidung bei vielen Kundinnen und Kunden noch immer eine große Rolle. Wir müssen also in der Breite noch mehr Wertschätzung erreichen. Mit einem großen Spektrum an Förderaktivitäten. Damit unterstützen wir das Ziel. Und dabei geht es auch um die bessere Information von Verbrauchern. Die müssen ja wissen, was sie kaufen, was sie damit auch erwerben, warum sie auch mehr Geld ausgeben. Wenn Sie zum Beispiel das Bio-Siegel sehen, das in diesem Jahr, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, sage und schreibe, 20. Jubiläum feiert. Die Branche hat damit ein Instrument in der Hand zur Kennzeichnung, das eine hohe Glaubwürdigkeit hat. Es ist ein sehr positives Kennzeichen, das zur positiven Marktentwicklung beigetragen hat. Und an diesem Punkt muss aber auch die Biobranche selbst noch stärker, finde ich, aktiv werden, um mehr Nachfrage zu generieren, um Marktchancen, die sich vor der eigenen Haustür bieten, besser zu nutzen, um auch strukturelle Schwächen abzubauen. Und eines kann und will ich Ihnen versichern, Sie haben meine volle Unterstützung, zum Beispiel mit unserem Bundesprogramm Ökologischer Landbau und andere Formen nachhaltiger Landwirtschaft. Wir haben, so ist ja die Abkürzung Bölln, über das Bölln seit 2002 über 1200 Projekte finanziert und das mit einem Volumen von sage und schreibe 190 Millionen Euro. Und wir initiieren damit auch übrigens Forschungsprojekte, um die Bioerzeugung, die Verarbeitung, die Vermarktung voranzubringen. Und wir wollen damit Angebot und Nachfrage stärken.
beispielsweise um das Marktpotenzial des Außerhausverzehrs besser zu erschließen, über mehr Bio-Essen, zum Beispiel in den Kindertagesstätten, in Schulen, in öffentlichen Küchen und Kantinen. Und darüber hinaus haben wir im Rahmen der Zukunftsstrategie ökologischer Landbau eine Initiative auf den Weg gebracht. Und wer dabei war im vergangenen Jahr bei der Ökomesse, bei der Biofach, da haben wir es vorgestellt, da habe ich es vorgestellt, mehr Bio bitte in öffentlichen Küchen. Auch sie soll den Absatz von Bioprodukten fördern. Und außerdem ist es mir ein wichtiges Anliegen, Landwirte, die auf Bio umstellen möchten, zu unterstützen. Es gibt die Umstellungs- und die Beibehaltungsprämie, die helfen, den Mehraufwand, der mehr Kosten verursacht, zum Beispiel, wenn es um die Gesunderhaltung der Pflanzen geht, die im Ökolandbau auch auszugleichen, diese Mehraufwände. Und auf europäischer Ebene ist uns darüber hinaus unter der deutschen Ratspräsidentschaft ein Durchbruch gelungen. Wir 27 EU-Agrarminister haben gemeinsam einen klaren Auftrag an die EU-Kommission formuliert, dass wir ein EU-weites Tierwohlkennzeichen auf den Weg bringen, damit Verbraucher in ganz Europa ihre Kaufentscheidung von ambitionierten Tierwohlkriterien auch abhängig machen können. Und das eröffnet Produzenten neue Absatzmärkte, auch den Ökoproduzenten. Und das ist ein großer Erfolg, meine ich. Und deshalb, liebe Preisträgerinnen und liebe Preisträger, Sie haben mit Ihrer Bewerbung in diesem Corona-Jahr ein wichtiges Zeichen gesetzt. Sie halten die Produktion aufrecht, Sie stellen sich den anderen Herausforderungen, denn auch in Corona-Zeiten ist es wichtig, dass wir an Nachhaltigkeitszielen festhalten, dass wir weiter nach mehr Klimaschutz, Ressourcenschonung, Biodiversität und Tierwohl streben. Und dass wir weniger Stickstoffüberschüsse und einen sinkenden Einsatz von Pflanzenschutzmitteln erreichen. Der Ökolandbau, der spielt dabei eine herausragende Rolle. Und als Ihre Landwirtschaftsministerin habe ich aber die gesamte Landwirtschaft, muss ich im Blick haben, wenn wir mehr Wertschätzung für die Landwirtschaft und unsere ambitionierten Nachhaltigkeitsziele erreichen wollen, dann geht das nur gemeinsam, bio und konventionell zusammen, denn klar ist, die konventionelle Anbauweise muss noch ressourcenschonender werden. Das macht der Ökolandbau vor. Und der Ökolandbau muss an der einen oder anderen Stelle noch produktiver werden. Und an diesen Punkten können beide Betriebsausrichtungen bestens auch voneinander lernen. Und mit der Ackerbau- und der Eiweißpflanzenstrategie, wo Sie auch als Ökobetriebe uns immer darauf hingewiesen haben und auch mitgearbeitet haben, dafür will ich mich herzlich bedanken. Da haben wir mit Ihnen und mit Experten in unserem Haus kluge Wege aufgezeigt, wie das funktionieren kann. Und deshalb, liebe Preisträgerinnen und Preisträger, Sie entwickeln den ökologischen Landbau besonders innovativ, besonders vorbildlich weiter. Und wir brauchen Menschen wie Sie, um unser Ziel zu erreichen, 20% der landwirtschaftlichen Fläche bis 2030 ökologisch zu bewirtschaften. Und wir möchten mit dem Preis für Aufmerksamkeit sorgen, damit Sie anderen Landwirten zeigen, wie es geht, damit Sie sie inspirieren, damit es Nachahmer gibt, die kreativ sind, die digitale Techniken einsetzen, neue Vermarktungswege nutzen, innovative Haltungsformen umsetzen und interessante Kooperationen eingehen. Sie sind Vorbilder und ich freue mich sehr, den Vorhang jetzt lüften zu dürfen für die Böllensieger. Und Böll, Sieger unserer ökologischen Vorreiter in 2021. Ich bin mir sicher, Sie machen Schlagzeilen. Alles Gute für Sie. Vielen herzlichen Dank, Frau Bundesministerin. Und ich knüpfe bei Ihren anstiftenden und leidenschaftlichen Worten an mit unserer nächsten Grußbotschaft. Auch er ist leidenschaftlich an den 20%, die Sie gerade genannt haben, interessiert. Sein Name ist Prinz zu Löwenstein und er ist seit sage und schreibe rund 20 Jahren der Vorstandsvorsitzende des BÖLF. Prinz zu Löwenstein. Liebe Frau Bundesministerin Klöckner, liebe Preisträgerinnen und Preisträger, liebe Jurymitglieder. Seit es den Ökoförderpreis, der jetzt Bundeswettbewerb ist, gibt, habe ich an den Preisverleihungen teilgenommen. Das war für mich immer ein Höhepunkt, nicht nur der Grünen Woche, sondern des gesamten Jahres. In den ersten Jahren habe ich ja noch obendrein das Privileg gehabt, Mitglied der Jury zu sein, was zwar viel Zeit in Anspruch genommen hat,
aber auch an die Zeit erinnere ich mich als spannend und bereichernd. Das liegt natürlich an den aufregenden Ideen und Problemlösungen, die auf den Betrieben zu sehen sind. Das umso mehr, als ja auch wir auf unserem eigenen Betrieb immer vor der Frage standen, wie können wir praktisch Biodiversität und Bodenfruchtbarkeit steigern? Wie können wir höchste Produktqualität erreichen? Wie können wir unsere Tiere so halten, dass es Freude macht, sie zu beobachten? Und wie können wir die Menschen in unserem Umfeld für das begeistern, was wir auf unserem Hof machen? Und wie geht das schließlich so, dass der Hof, der nun schon seit vielen Generationen vor uns bewirtschaftet worden ist, wirtschaftlich gesund und zukunftsfähig in die nächste Generation geht? Ich habe da viel gelernt. Aber der wirkliche Grund, weshalb das so ein Höhepunkt ist, das sind die Menschen. Die Menschen, die auf den Betrieben all das umsetzen und denen wir bei der Preisverleihung begegnen können. In diesem nervigen Jahr leider nur auf dem Bildschirm, aber sonst in Fleisch und Blut. Sie zu sehen, berührt nicht nur mich, sondern auch alle Ministerinnen und Minister, die in den letzten 20 Jahren die Preise verliehen haben. Ich bin sicher, Frau Klöckner, dass Sie das auch bestätigen werden. Der Enthusiasmus und die Hingabe dieser Männer und Frauen, oft auch ihrer Kinder, ist ansteckend. Und er ist überzeugend. Ich will deshalb euch allen, die ihr diese Preise verliehen bekommt, und ich gratuliere euch sehr dazu, aber auch allen, die sich beworben haben und die in aller Regel nur deshalb keinen Preis bekommen, weil es halt nur 3 davon gibt, ich will euch danken. Denn ihr zeigt überzeugend und mitreißend, wie viel Zukunft im ökologischen Landbau steckt. Ihr macht euren Berufskolleginnen und Kollegen Mut, selbst auch neue Wege zu gehen. Und ihr zeigt der Politik, weshalb es sich lohnt, in den Aufbruch zu mehr ökologischem Landbau in seine gesamte Wertschöpfungskette zu investieren. Vielen herzlichen Dank auch für Ihre Hingabe, Felix Prinz zu Löwenstein. Und jetzt wird's ernst. Wir vergeben 3 Preise. Insgesamt liegt das Preisgeld bei 22.500 Euro. Das heißt, jedes der 3 Preisträgerprojekte bekommt 7.500 Euro. Und den Deckel lüften wird jetzt Professor Dr. Jürgen Hess. Er ist Juryvorsitzender. Er ist Professor für ökologischen Land- und Pflanzenbau und wird heute pandemiebedingt aus dem Hörsaal der Uni in Witzenhausen zu uns sprechen. Ab jetzt. Ja, einen schönen guten Tag nach Berlin und in die Republik. Einer der 3 Preisträgerinitiativen bzw. Betriebe ist die Bruderkalb-Initiative Hohenlohe in Baden-Württemberg. Eine Initiative von 4 landwirtschaftlichen Betrieben der Verbände Bioland und Demeter mit dem Schwerpunkt Biomilcherzeugung. Ziel der Bruderkalb-Initiative ist die artgerechte Kälberaufzucht und Mast aller männlichen und weiblichen Kälber sowie eine gemeinsame regionale und kostendeckende Biofleischvermarktung. Ziel ist dabei der Aufbau und die Etablierung einer regionalen Wertschöpfungskette für Kalbfleisch aus der Mutter- und ammengebundenen Kälberaufzucht bis hin zu einem ansprechenden, vielseitigen Produkt. Sortiment für VerbraucherInnen. Die Mutter- und ammengebundene Kälberaufzucht ist in der Milchwirtschaft bislang noch nicht weit verbreitet. Konkret für die breite Masse der Kälber von Biomilchviehbetrieben gibt es derzeit keine zuverlässige Möglichkeit, sie auch biologisch zu vermarkten. Diese Haltungsform ermöglicht Milchkühen und Kälbern, ihr natürliches Verhalten auszuleben. Die Kälber wachsen im Herdenverband auf, trinken am Euter, fressen frühzeitig Gras und Heu und haben viel Bewegung und Sozialkontakte zu ihren Artgenossen. Frühestens nach 3 Monaten werden sie abgesetzt. Das Ergebnis sind gesunde Tiere und ein qualitativ hochwertiges Fleisch. Für die Vermarktung gibt es ein eigenes Bruderkalb-Logo. Richtlinien und teilnehmende Betriebe sind auf der Homepage www.bruderkalb.bio einzusehen. Die Initiative ist offen für neue Mitglieder, die sich ein neues wirtschaftliches Standbein mit der Kälberaufzucht und regionaler Verarbeitung und Vermarktung aufbauen wollen. Nebenbei, lange Transportwege werden vermieden. Das kommt dem Tierwohl zugute und mindert gleichzeitig den CO2-Ausstoß.
Zur Verbreitung der Idee und zur Akquise neuer Bruderkalb-Betriebe bietet die Initiative Fachveranstaltungen und Praxisseminare für interessierte LandwirtInnen an und erreicht zunehmend auch überregionale Aufmerksamkeit. Mit angestoßen wurde ein Forschungsprojekt Wertkalb mit Beteiligung der Universität Hohenheim und weiteren Interessensgruppen. Die Idee und Umsetzung des Konzeptes, der ausgeprägte Pioniergeist, die vorbildliche Zusammenarbeit in der Region und die Offenheit für eine Zusammenarbeit mit weiteren Betrieben und Multiplikatoren deutschlandweit sind amtliche Leistungen und damit besonders prämierungswürdig. Schauen wir es uns an. Wenn man dann zur Ruhe kommt und die Tiere hört, wie sie das Gras abreißen, ja, oder wenn man dann auch wieder sieht, wie ein neues Leben auf die Welt kommt und wie es einfach weitergeht, das ist einfach schön, da kriegt man Gänsehaut. Ja, also die Kälber sind insgesamt gesünder und stabiler und wachsen auch besser. Also. Sie gedeihen aber viel besser an der Kuh und sie können ja saufen, wie sie Lust haben. Ja, wir machen das eben schon so lange, weil wir das einfach aus Idealismus tun. Wir wollen das für die Tiere tun. Deswegen haben wir diese Mutter- und angebundene Kälberaufzucht. So ein Mütter sein und ihre Kälber aufziehen dürfen und wir bekommen die Milch dafür. Das ist für mich eigentlich das größte Geschenk dafür. Da geht einem das Herz auf. Das ist, einfach schön. Vier Betriebe. Das ist der Beginn der Bruderkalb-Initiative Hohenlohe. Jeder Betrieb ist anders. Zwei gehören zu Bioland und zwei gehören zu Demeter. Da heißt es Kompromisse schließen. Ich meine, Anja war ja immer so ein bisschen die Hardlinerin. Die kommt ja eigentlich aus einer Richtung, wo die praktisch die muttergebundene Aufzucht eigentlich propagiert. Und wir haben das eher ein bisschen weiter gesehen. Wir haben es ja auf die Ammen erweitert. Einfach andere Voraussetzungen, andere räumliche Bedingungen sind. Und da muss man sich ja auch erstmal einigen, was wollen wir eigentlich und wo wollen wir hin. Anja Frey ist Gründerin der Initiative und weiß, wo sie alle hinwollen. Mehr Tierwohl für Kälber. Mütter und Kälber gehören zusammen. So natürlich wie möglich. Hier ist einfach Lebensfreude nochmal. Dafür geben sie reichlich gute Heumilch. Sie geht direkt in die hofeigene Abfüllung. Eine Wertschöpfung, die hilft, den hohen Aufwand für diese Form der Tierhaltung zu decken. Der Biobauernhof der Familie Herz ist seit 2016 Bio. Die Bullenkälber kamen früher schnell zum Mäster. Julia fand das besonders schade. Und das zähme ich jetzt. Da versuche ich dann auch hier ein bisschen mit dem Strickler. Das habe ich selbst gebastelt. Da übe ich dann ein bisschen mit dem Laufen. Kälber, Iglu und Fütterung aus dem Eimer werden in Zukunft verschwinden. Alle Kälber sollen nach und nach einen Platz draußen bei der Mutter oder der Amme finden. Dank der Bruderkalb-Initiative. Der Vorteil an sich ist eigentlich, dass wir so zusammenarbeiten und harmonisieren, dass auch Wissen weitergegeben wird und wir jetzt als neuen Betrieb auch davon lernen können. Jo und Michaela gehören auch zur Bruderkalb-Initiative. Sie führen ihren Betrieb schon über 20 Jahre, mit viel Kuhverstand. Auch Tochter Leonie weiß, was Kühe lieben. Also mein Ziel wäre quasi, dass dann am Ende auch jede Kuh ihr eigenes Kälbchen zumindest eine Zeit lang großziehen darf. Das wäre schon am besten. Also wir haben keine muttergebundene, sondern kuhgebundene Aufzucht. Manchmal sind die Mütter mit ihren Kälbern dabei. In der Regel sind eigentlich auch noch andere Kälber dabei. Seit 2016 haben die Tiere ein großzügiges Zuhause für die Ammenhaltung.
Auf die Weide geht es meistens ohne die Kälber. Es ist zu gefährlich. Die Flächen sind zu nah an der Straße. Früher war Trinken aus dem Eimer Voraussetzung für den Verkauf an den Mester. Ja, genau. Und haben wir fast nicht geschafft. Und der Leonie hat halt nie gefallen, dass wir die Kälber dann immer auf dem konventionellen Markt verkaufen. Genau, wenn es keine Bio-Vermarktung gibt, dann muss man halt gucken, was man sonst macht. Und dann haben wir halt die Kälber so hergegeben und das ist natürlich immer ein bisschen unbefriedigend. Vermarktung ist auch auf Hof Hohenhardt schon lange ein Thema. Vieles geht direkt über den Hofladen. Ihre Kälber lassen Julia und Julian schon immer bei den Müttern und Ammen. Ganz nach den Prinzipien eines Demeter-Betriebes. Es ist immer schwierig, alle Bullenkälber wirklich zu vermarkten. Die Jury des Bundeswettbewerbs Ökologischer Landbau möchte gerne wissen, welche Erwartungen die beiden an die Bruderkalb-Initiative haben. Professor Hess von der Jury ist per Telefon zugeschaltet. Was ja vielen Bullenkälber dann nicht vergönnt ist. Und hier habe aber eine Möglichkeit, dass die Kälber wirklich ihr Leben lang gut aufgezogen werden, möglichst artgerecht und eine hochwertige Vermarktung hat. Und das hat uns einfach von Anfang an begeistert und deswegen sind wir da im Initiativkreis mit dabei. Hochwertige Vermarktung bietet die bäuerliche Erzeugergemeinschaft Schwäbisch Hall. Die Bruderkalb-Initiative hat damit die perfekten Partner gefunden. Die Erfahrung und guten Verbindungen des Geschäftsführers Rudolf Bühler waren ein Glücksfall. Wir haben auch die Infrastruktur dazu. Hier haben wir einen Erzeugerschlachthof, der gehört den Bauern der Region. Das ist ein öffentlicher Schlachthof und hier kann jeder, kann auch jeder Direktvermarkter seine Tiere schlachten lassen. Und es ist eine Einrichtung für die Region, gehört uns Bauern und in diesem Fall sehr, sehr wichtig. Bei Marketing und Öffentlichkeitsarbeit hilft die Initiative Bio-Musterregion Hohenlohe. Das kann man dann noch mitgeben als Info. Das kommt an und lockt Kunden. Weil mir es wichtig war, dass man mit den Tieren, mit der Umwelt, mit den Landwirten einfach gut umgeht und da Wert drauf legt. Dass für dieses Projekt noch mehr glückliche Kuhmütter und Bruderkalbbetriebe gefunden werden, ist das Ziel für Anja und ihre Partnerbetriebe. Rund 20 Betriebe folgen bereits dem mutigen Beispiel. Das verdient den Bundespreis Ökologischer Landbau. Wir gratulieren. In der Tat, wir gratulieren und ich habe auch zwei junge Landwirte gesehen. Einmal Julia und noch ein junger Mann war dabei. Und es freut mich sehr, dass Sie heute alle mit zuschauen. Und ich darf einmal die Urkunde verlesen. Bruderkalb-Initiative Hohenlohe. Völkelswaldhof, Joos und Michas Biolandhof, Biobauernhoffamilie Harz und Hohenharter Demeterhöfe GBR verleihe ich in Würdigung Ihrer herausragenden Leistungen in der Erzeugung, Verarbeitung und Vermarktung, insbesondere für Ihr Engagement in der artgerechten, kuhgebundenen Aufzucht und gemeinsamen kostendeckenden Vermarktung männlicher und weiblicher Kälber aus der Bio-Milchviehhaltung den Preis des Bundeswettbewerbs Ökologischer Landbau 2021. Ich habe es unterschrieben, ist ein langer Satz gewesen, muss ich sagen gerade. Und das ist die Urkunde und die Urkunde darf ich Ihnen sozusagen jetzt digital überreichen, die hoffentlich ganz real bei Ihnen allen zu Hause ankommt. Danke und Respekt für das, was Sie tun. Sie sind Vorbilder. Und die Urkunde ist tatsächlich bei Ihnen allen schon mit der Post. Die Post war pünktlich angekommen. Vielen herzlichen Dank für Ihr Tun und das wäre toll, dass wir mit Ihnen allen digital verbunden sind. Meine Frage geht jetzt an die Initiatorin der Initiative, Anja Frei. Sie sitzen da mit Ihrer Tochter Julia, die wir eben gesehen haben, und Ihrem Mann. Die Bruderkalb-Initiative. Warum ist das für Sie so ein wichtiger, essentieller Hebel? Ja, liebe Frau Ministerin Julia Glückner, liebe Frau Thilo, lieber Herr Professor Hess, liebe Jurymitglieder, ganz liebe Grüße aus dem Süden und herzlichen Dank für diese tolle Auszeichnung. Ich denke, dass wir alle stolz auf das sein können, was wir bis jetzt gemeinsam erreichen konnten. Und im Namen meiner Kollegen und ihren Betrieben, Julia und Julian von den Hohenharter Demeterhöfen, Sabine und Oliver vom Muthof sowie Michaela und Jo vom Biolandhof Ammann, möchte ich besonders all denen danken, die an uns unser doch sehr außergewöhnliches Projekt glauben und unterstützen. Vielen Dank an unseren Schlacht- und Verarbeitungsbetrieb, die bäuerliche Erzeugergemeinschaft, Schwäbisch Hall, die Biomusterregion, den Beratern, den Hofläden und Metzgereien, dem Groß- und Einzelhandel und natürlich den Verbrauchern. Ohne Sie alle wäre dies nicht möglich gewesen. Ich persönlich möchte mich noch bei meinen Betrieben bedanken, die mit viel Mut, Überzeugung und Zuversicht
neue Wege in der Milchvieh-Kälberaufzucht gehen wollen und somit Teil einer großartigen Entwicklung sind. Wir sollten unbedingt darüber nachdenken, wie wir in unserer Mitwelt leben wollen und was wir gerade in der Nutztierhaltung ändern wollen. Die Zeit ist gekommen, um etwas Fundamentales wieder zurechtzurücken. Das haben Sie gerade mit Ihren Worten gesagt. Vielleicht noch eine ganz kurze zweite Frage. Die Vermarktungsstrategie ist komplett aus Ihren eigenen Händen der Betriebe entstanden. Ist das richtig? War das wichtig? Ja, das ist total wichtig. Genau. Weil wenn wir genau auf unsere Erde und ihre Ressourcen schauen, müssen besonders auch wir Landwirte uns immer mehr die Frage stellen, wie wir es schaffen können, im Einklang mit der Natur und allen unseren Tieren unsere Lebensmittel nachhaltig und effizient und möglichst tier- und artgerecht zu produzieren. Und positive Nebeneffekte der kuhgebundenen Kälberaufzucht auf Milchviehbetrieben sind eben nicht nur die sehr, sehr gute Tiergesundheit von Kälbern, sondern die dadurch ja auch viel später einsetzende Brunst von Muttertieren und eine qualitativ hochwertige regionale Vermarktung. Und all dies bewirkt zudem eine nicht zu unterschätzende Entlastung vom Milch- und Fleischmärkten. Ja, und eine der wichtigsten Erkenntnisse sind, dass Milch und Fleisch in der Vermarktung in Zukunft mehr zusammengedacht werden müssen und wir Landwirte dafür auch in die Verantwortung gehen wollen. Und genau das ist das, was mich an unserer Mutterinitiative so beeindruckt hat, dass wir es geschafft haben, gemeinsam mit unseren Partnern an einen Strang zu ziehen. Und wir wünschen Ihnen, glaube ich, beide sehr viele weitere Mitglieder in der Zukunft. Alles Gute. Alles Gute für Sie. Und weil Sie so erfolgreich sind, brauchen wir noch ein schönes Foto dieses heutigen Preises an Sie. Können Sie alle noch mal freundlich lächeln? Ich weiß nicht, was sagt man unter Landwirten? Spaghetti? Ich weiß nicht. Oder Bruderkalb? Breites Lächeln von Ihnen allen. Einmal die Urkunde. Ein Glas Milch. Ein Glas Milch. Und bitte einmal die Urkunde hoch. So, wir machen jetzt das digitale Foto. Vielen herzlichen Dank, Smiley. Danke Ihnen sehr. Alles Gute nach Süden. Und jetzt gehen wir mit Riesenschritten in Richtung Schleswig-Holstein. Und dazu freue ich mich jetzt doch durchaus nochmal, Professor Dr. Hess bemühen zu dürfen für unsere zweiten Preisträger. Der Hof Backensholz, gelegen in Nordfriesland, ist ein familiengeführter, überaus dynamischer Milchviehbetrieb, der in Landwirtschaft, Verarbeitung und Vermarktung zahlreiche beeindruckende Innovationen umgesetzt hat und darüber hinaus anspruchsvolle Projekte für die Betriebszukunft formuliert. Erstes Ziel des Betriebskonzeptes ist es, eine möglichst hochwertige und geschlossene Kreislaufwirtschaft zu etablieren. Bereits seit 2004 ist der Hof durch den Betrieb einer Biogas- und einer Photovoltaikanlage heizölfrei und benötigt zurzeit keine Wärmeenergie aus fossilen Brennstoffen. Trotz der marktfernen Lage im hohen Norden gelang der Aufbau einer eigenen Verarbeitungs- und Vermarktungsstruktur, um die gesamte auf dem Hof erzeugte Milch selbst zu vermarkten. Das bedeutet in Zahlen, 450 Kühe liefern täglich 12.000 Kilogramm Milch, die zu 410 Tonnen Käse im Jahr verarbeitet und über den Hofladen, über Märkte, den Biogroßhandel, Bioläden, die Gastronomie und den Lebensmitteleinzelhandel vermarktet werden. Mit diesem Konzept ist der Hof unabhängig von den handelsüblichen Milchpreisschwankungen. Der Einsatz eines Pflegeroboters in der Hofkäserei verringert die schwere körperliche Arbeit und sorgt für einen optimalen Reifezustand des Käses. Das Ergebnis lässt sich sehen, die ca. 20 selbst entwickelten Rohmilch-Käsespezialitäten gewinnen regelmäßig bei nationalen und internationalen Wettbewerben. Viel Innovationspotenzial und Technik finden sich auch in der Urproduktion. Die Landwirtschaft sowie die Verarbeitungsabläufe der Hofmolkerei werden durch umfangreiche Datenknotenpunkte auf dem Hof damit unterstützt. Der direkte Datenzugriff durch Handy oder Tablet sind fester Bestandteil des Arbeitsalltags. Hof Backensholz zeigt, Bio gelingt auch auf großen Betrieben mit Einsatz von Technik, Innovations- und Tatkraft. Trotz aller Technik auf Hof Backensholz steht der Mensch und die Begeisterung für den Biogedanken im Mittelpunkt. Das große Engagement für das Ganze wurde erfolgreich von der Gründergeneration auf die nächste übertragen und weitergegeben. Und das verdient den Bundespreis Ökologischer Landbau. Film ab.
Wer den Traditionsbetrieb Backensholzer Hof besucht, wird nett empfangen. Am Anfang der Familiengründung stand eine ziemlich ausgelassene Studentenparty in Osnabrück. Genau. Und da habe ich zufällig nach einer ganzen Weile erst mitbekommen, dass er eigentlich einen Hof hat. Und dann habe ich gesagt, was? Und dann sitzen wir hier in Osnabrück. Dann lass uns mal ganz schnell nach Nordfriesland ziehen. Ja. Und beide machten sich dran, den Milchviehbetrieb in Schwung zu bringen. 4 Kinder erblickten das Licht der Welt. Doch Martina reichte es nicht, nur Mutter und Bäuerin zu sein. Die braucht was zwischen die Finger, um sich zu entfalten. Und das ist etwas, was sich alle abgeguckt haben. Und insofern sind wir ein Familienbetrieb und ziehen alle am gleichen Strang. Und der heißt Bio. Die Umstellung erfolgte bereits Ende der 80er Jahre, kurz nach dem Atomunglück von Tschernobyl. Das hat bei uns einen Prozess ausgelöst, dass wir alles in Frage gestellt haben. Und ja, und letztendlich ist es das Resultat davon. Unsere Jungs machen das weiter, unsere Tochter auch. Die passt auf, dass die Jungs nicht so viel Scheiß bauen. So. Die Zahlen der Hofkäserei sehen mittlerweile gut aus, aber der Anfang war steinig. Meine Frau hat den Käse gemacht und ich bin nach Hamburg gefahren. Das hat gut geklappt. Da hat meine Frau mit ihrem Team sich richtig durchgeboxt. Weil was meinen Sie, wie viele schlaflose Nächte wir gehabt haben, wenn der Käse nichts geworden ist? Heute halten Thilo und sein Team die Qualität in den Händen. Das ist mein Lieblingskäse. Käse macht lustig. Hier zumindest ja. Natürlicher Käse direkt aus der Rohmilch. Und jeder Käse ist Handarbeit. Und natürlich weltbestes Produkt. Das belegen die hohen Auszeichnungen. Roboter Hansen hilft bei den schweren Käseleiben. Pro Charge wendet und wischt er 20 Kilogramm. Die Jury des Bundespreises Ökologischer Landbau darf verfolgen, wie langwierig Käse machen ist. Hier haben wir wieder unsere Altersflecken. Auch beim großen Käse ist toll. Es wächst einfach. Da kommen dann so Champignon-Aromen dazu. Ich bin absolut genussgeleitet. Für mich steht der Geschmack im Vordergrund. Mein Bruder ist das ökologische Gewissen und ich bin das Geschmacksgewissen. Ja, moin. Ich möchte recht hart die begrüßen hier auf Backenholz. Jasper ist das ökologische Gewissen und, wie alle hier, offen für Besucher. Fast 1000 Tiere und jedes liegt Jasper am Herzen. Ne, also es ist einfach schön, das Gefühl zu wissen, die Tiere können raus. Das macht mich auf jeden Fall glücklich. Beim Tierwohl hilft Hightech. Sensoren im Kuhhalsband übertragen ständig Daten. Jasper und rechte Hand Hendrik sehen per App, wie es den Tieren geht. Individuell oder gruppenbezogen. Das sind die Gruppenfressmuster. Und dann haben wir noch ein Mikrofon, das im Prinzip die Schläge des Unterkiefers aufzeichnet, dass wir wissen, kaut sie auch wieder. Weil eine gesunde Kuh, eine glückliche Kuh kaut wieder. Und diese Informationen nutzen wir dann jeden Tag, um zu gucken, wie geht es unseren Tieren. Jasper hat aber nicht nur Gesundheit und Leistung im Blick. Also ganz klar ist die Vorgabe viel Eiweiß und da eben gute Eiweiße einzuzüchten und viel Fett. Und das sind die Vorgaben bei unserer Zucht. Holstein Friesian, gekreuzt mit Angler und Braun Swiss, erfüllen diese Vorgaben. Zuständig für Zucht und Herdenmanagement am Hof ist MK Jones. Sie hat dafür das sonnige Texas gegen den Husumer Norden getauscht. Und war sofort verliebt, weil ich finde, das geht auf Backensholz viel um, nicht nur um das Produkt, aber es geht auch um Tierwohl und auch, dass die Leute, die hier arbeiten, richtig gut geht. Wir sind immer offen, wir haben offene Türen und ich glaube, diese Beziehung ist sehr besonders. Auch das Energiekonzept der Backensholzer ist etwas sehr Besonderes. Solar, Biogas und Prozesswärme. Alle Energieflüsse werden erfasst. Das Ziel? Energiespitzen kappen, CO2 senken und Energie sparen. Jetzt hat sich das hier verändert und wir haben tatsächlich jetzt schon richtig viel lernen können. Thilo und sein Team haben immer den Blick aufs Ganze. In jedem Käse steckt Unmengen an KW, an Wasser, an Kuhleistung, an Liebe. Insofern ist es ganz viel Energie. Und wenn man den Käse isst, dann wird die Energie frei. Die Nachfrage ist groß. Wir sind 40 Mitarbeiter und verarbeiten 12.000 Liter am Tag.
ein individueller Prozess, es gibt einen individuellen Käse. Und so leben wir das. Thilo hat sich seinen Herzenswunsch erfüllt. Hofprodukte anbieten, Gäste und Kunden verwöhnen und eigene Rezepte ausprobieren. Mamas italienische Wurzeln haben bestimmt etwas dazu beigetragen. Ja, das ist ein großes Stück, ne? Ein Gesamtkonzept, das die Zukunft in sich trägt. Und ich möchte, dass viele Leute ja, zufrieden zur Arbeit kommen und hier auf Backenzeug ihre Zeit verbringen. Am Ende wollen wir den Planeten retten. Und so blöd, wie sich das anhört. Aber wir haben massive Probleme auf der Erde. Und wir haben als Landwirt, als Lebensmittelverarbeiter, als Köche, als Leute mit dem Kindergarten, wir haben einen ganz großen Hebel. Und wenn wir was richtig machen, dann können andere das auch. Weil es auch mehr Spaß macht, wenn man das Gefühl hat, dass es gut ist, was man macht. Das verdient den Bundespreis ökologischer Landbau. Wir gratulieren. Toll. Herzlichen Glückwunsch, wirklich, zu dieser Lebensleistung auch. Und mir ist hängen geblieben, das ökologische Gewissen und das Genussgewissen. Und sehr, sehr sympathisch. Und jetzt darf ich Ihnen vorlesen, die Urkunde. Urkunde Biolandhof Backensholz und Hof Buschrö GbR Jasper Metzger Petersen im Verbund mit Rohmilchkäserei und Hofladen Backensholz GmbH und Co. KG Thilo Metzger Petersen verleihe ich. In Würdigung ihrer herausragenden Leistungen in der Umsetzung eines gesamtbetrieblichen Konzepts, insbesondere für die Umsetzung zahlreicher Innovationen im Herdenmanagement in den Bereichen Verarbeitung und Vermarktung, Technik, Digitalisierung, alternative Energienutzung sowie ihrem Engagement im sozialen Bereich. Den Preis des Bundeswettbewerbs Ökologischer Landbau 2021. Herzlichen Glückwunsch dazu. Und ich darf Ihnen jetzt digital die Urkunde überreichen und sie müsste jetzt real bei Ihnen schon angekommen sein. Gucken wir mal, wenn es gut läuft, ist sie real schon angekommen. Ich bin jetzt verbunden mit dem ökologischen Gewissen, Jasper. Kurze Frage an Sie. Wie wichtig ist es Ihnen, herzlichen Glückwunsch, den direkten Kontakten zu Kunden und Kundinnen zu haben? Das ist für uns auf jeden Fall der Kern der ganzen Sache. Der direkte Kontakt zum Kunden ist quasi das, worauf der ganze Hof aufbaut. Das ständige Feedback, zu wissen, was schmeckt, was schmeckt nicht, ist auf jeden Fall, sind die Grundpfeiler, auf denen wir aufbauen. Sie haben zwei kleine Söhne, 2 und 3, da habe ich gelernt, die sind schon total heiß aufs Treckerfahren. Also die Unternehmensnachfolge ist auch dahin schon wieder gesichert. Ganz kurze Frage noch, was wird Ihr nächster Scoop sein? Weil Sie sind ja permanente Innovation, wie man sieht, unglaublich. Was ist der nächste Scoop? Genau. Also im Hinblick auf CO2 oder Emissionsreduktion steht bei uns auf jeden Fall Alternative für Milchprodukte, also pflanzliche Alternative auf der To-Do-Liste. Okay, ganz viel Erfolg dabei. Jetzt gerne nochmal ein Siegerfoto zum Ende. Gerne nochmal mit Urkunde. Ihr Bruder ist auch dabei. Also herzlichen Glückwunsch an Sie 2021 und ein Foto für die Ewigkeit im Netz. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Und damit gehen wir mit Riesenschritten und alles Gute nach Schleswig-Holstein. Jetzt zum dritten und letzten Preisträger 2021. Der Biolandhof Hinke liegt am Rande der Stadt Borken in Nordrhein-Westfalen, mitten in einer Intensiv-Tierhaltungsregion. Er wird seit vielen Generationen von der Familie Hinke bewirtschaftet. Vor mehr als 30 Jahren entschloss sich der heutige Senior Johannes Hinke, seinen intensiven Schweinehaltungsbetrieb umzustellen. Der Hinkehof wurde vom konventionellen Schweine-, Zucht- und Mastbetrieb zu einem extrem vielfältigen Bio-Gemüsebaubetrieb mit 20 unterschiedlichen Gemüsekulturen. Hinkes Hof zeichnet sich unter anderem durch folgende Punkte als besonders preiswürdig aus. Umstellung auf ökologische Landwirtschaft mit dem Schwerpunkt Gemüsebau unter äußerst herausfordernden Rahmenbedingungen, als da wären sehr leichte Böden, sehr einseitige Ausgangssituation, schweineintensiv, konventionell intensives Umfeld. Johannes Hinke entwickelte Alternativen in der Kunst, möglichst viel Legumenstickstoff zur Verfügung zu stellen, ohne dabei
ein zu hohes Austragsrisiko einzugehen. Der neue Weg, das Kleegras, wurde durch grobkörnige Lupinen, Erbsen und Ackerbohnen ersetzt. Die Zwischenfrucht Sandhafer wird wegen ihrer enormen Fähigkeit, Stickstoff zu konservieren, angebaut. Die Einzelreihensaat von Zwischenfrucht-Getreide-Leguminosen-Gemengen garantiert, dass sich beide gut entwickeln können. Das Getreide nimmt den Boden Stickstoff auf und die Leguminosen fixieren Stickstoff aus der Atmosphäre. Beides zum Wohle der Nachkultur und zum Schutz des Grundwassers. Üppige Ernterückstände, wie sie zum Beispiel beim Blumenkohl im Herbst entstehen, verbleiben über den Winter unbearbeitet auf dem Feld, sodass eine unproduktive vorwinterliche Stickstoffmineralisation verhindert wird. Gegebenenfalls erfolgt eine späte Übersaat mit Sandhafer, um Reststickstoff zu binden. Durch Bereitstellung von Know-how, Maschinentechnik, Kühlkapazität und Vermarktungslogistik wurden 4 weitere Biobetriebe mit Gemüsebau aus der Region integriert. Die Kooperation mit der Praxisforschung durch die Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen ist beispielgebend und zeigt, wie viel Weiterentwicklungspotenzial aus einer derartigen Zusammenarbeit heraus generiert werden kann. Bester Beleg für das erfolgreiche Konzept, die Hofnachfolge mit dem Sohn Maximilian, ist bereits gesichert und geregelt. Die gemeinschaftliche Bewirtschaftung erfolgt im Rahmen einer GbR. Seien Sie gespannt auf den Film. Gutes Bewahren und Neues Ausprobieren ist das Motto von Johannes Finke und Sohn Maximilian. Als Johannes vor gut 30 Jahren auf Bio umstellte, war schnell klar, auch die Produktion muss die Richtung wechseln. Das meiste Vieh wurde abgeschafft. Nur ein paar Schweine sind geblieben und es gibt noch Hühner und Dammwild. Das freut die Hofkunden, aber das Geld wird mit Gemüse verdient. Kohl, Porree, Wurzelgemüse und Salat. 4 Bio-Nachbarbetriebe sind mittlerweile Partner und erzeugen Gemüse, das von hier in den Vertrieb geht. Karotten und Kartoffeln liefert Finke das gesamte Jahr in den Bio-Groß- und Einzelhandel. Im Hofladen sorgt der Senior noch persönlich für das abwechslungsreiche Bio-Sortiment. Die Übergabe an Max ist gelungen. Ich glaube, der Übergang zwischen uns beiden ist im Verhältnis zu vielen anderen Betrieben sehr einfach gegangen. Und Papa hat gerne Stück für Stück Sachen abgegeben. Arbeit, die man halt erst lernen muss, um sie dann eben auch irgendwann in der Form machen zu können. Was Max sehr früh gelernt hat, auf den leichten, sandigen Böden ist die Auswaschungsgefahr für Nährstoffe sehr groß. Das verlangt nach klaren Antworten. Dass wir auf Nachhaltigkeit achten, dass wir darauf achten, dass wir unser Grundwasser und unsere Böden schützen. Dünger darf nicht auswaschen. Die Finkes dosieren ihren Stickstoff mit speziell dafür entwickelter Technik. Düngerstreuer mit rein genauer Ablage. Je nach Wachstumsstadium gelangt die exakte Menge Biodünger an die Pflanze. Hier sind es Luzerne-Pellets. Der frisch gepflanzte Porree bekommt Dünger direkt an die Wurzel. GPS gesteuert. Im Herbst wird die Maschine umgebaut. Die andere Option ist halt, wenn der Bestand schon da ist, so wie wir das eben jetzt der Fall haben, dann wird das Schar hochgeklappt und dann kommt aus diesen 2 Rohren von der Seite unten an die Pflanze der Dünger drangeschmissen, damit er nicht oben in der Pflanze irgendwo hängen bleibt. Düngung ist nur eine Maßnahme zur Bodenfruchtbarkeit. Die andere ist Fruchtfolge. Ziel bei allen Maßnahmen ist es, den kostbaren Stickstoff im Kreislauf zu halten. Roggen und Sandhafer als Winterbegrünung,
halten den Stickstoff fest. Lupinen und Ackerbohnen bringen zusätzlich Luftstickstoff in den Boden. Viel Aufwand. Rechnet sich der? Der billigste Stickstoff, den ich im Biobereich zukaufen kann, kostet 5 Euro das Kilo. Und jedes Kilo, was ich dann ans Grundwasser abgebe, ist verloren halt. Und da rechnet sich eine Gründüngungssaat schon sehr schnell, weil ich dadurch eben deutlich weniger Verluste habe und den Stickstoff im Kreislauf halt. Hier haben wir den Sandhafer, der über Winter auf jeden Fall abfriert. Der ist jetzt auch relativ spät gesät. Den kann man also nach unseren Erfahrungen höchstens noch bis Mitte, Ende September säen. Dann ist es schon grenzwertig. Während den Roggen man auch noch bis Ende November säen kann und der nimmt dann auch immer noch Stickstoff auf. Der Gemüsebau mit satzweisem Anbau in der Reihe erfordert differenzierte Fruchtfolgen, reihenweise. Getreide wechselt mit Leguminosen. Die spezielle Drillmaschine kann das. Zwei Saattanks ermöglichen die parallele Ausbringung zweier Kulturen in verschiedenen Ablagetiefen. Im Fronttank sind die Leguminosen, im Hecktank Getreide. Ablagetiefe und Schar sind entsprechend eingestellt und GPS steuert die Ablage. Wo wir nächstes Jahr den Kohl pflanzen. Und so können wir dann jetzt mit der Saat auch von der Zwischenfrucht genau darauf achten, dass wir an den Reihen, wo später der Kohl steht, dann jetzt eben eine Leguminose pflanzen können und da, wo später der Zwischenraum von dem Kohl ist, dann halt den Sandhafer oder den Roggen bauen können. Alle diese Erfahrungen gibt der Biolandhof Finke gerne an Kollegen weiter. Finke ist einer von 7 Biomodellbetrieben im Wasserschutzprojekt der Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen. Einem praxisorientierten Forschungsprojekt, dem auch 25 konventionelle Betriebe angehören. Pascal Gerboulet ist im Projekt für die Biobetriebe zuständig. Er hat Saugplatten über die Flächen verteilt und verfolgt die Nitratbelastung im Wasser. Ja. Ich musste mir selbst meinen Fahrplan bauen und überlegen, was ich auf dem Betrieb mache. Und wenn man dann einen Betrieb hat wie den Betrieb Finke, der einfach auch schon da sehr gut unterwegs ist, also seit den 1980ern, dann hilft einem das natürlich ungemein, wenn man da schon mal ein paar Ideen bekommt und einfach nur die Aufgabe hat, die noch besser zu machen. Was hast du von ihm gelernt, Johannes? Jetzt muss er überlegen. Ich habe gelernt, einmal dadurch, dass bei uns auch noch was verloren geht und dass man das einfach noch optimieren kann. Und da sind wir auch in den letzten Jahren deutliche Schritte weitergekommen, alleine durch diese Begrünung immer mit zwei verschiedenen Früchten, mit einer Leguminose und parallel eben noch den Roggen oder den Sandhafer da drin. Das wird jetzt konsequent auf allen Flächen umgesetzt. Die Jury freut diese perfekte Kooperation und Pascal sagt, was er denkt. Der Betrieb hat den Preis verdient, denn dieser Betrieb, der hat nicht nur einen Vorbildcharakter für uns im Projekt, sondern eigentlich für den gesamten Landwirtschaft und Gartenbau im Ökobereich, wie auch grundsätzlich für den Wasserschutz. Und ich würde mich freuen, wenn der Betrieb den Preis gewinnt, weil er es einfach total gut macht und uns da einfach viel, viel weitergebracht hat. Und recht hat er. Herzlichen Glückwunsch zum Bundespreis ökologischer Landbau. Genau, und dann tragen wir zu dieser Freude bei, nämlich mit der Preisverleihung. Und das vorab noch, man sieht, wie modern, wie technikaffin Ökobetriebe sind, nicht aus Selbstzweck heraus, sondern um Ziele zu erreichen. Arbeitserleichterung auf der einen Seite, aber auch Präzision, um auch Dünge, Pflanzenschutzmittel oder auch Beregnung ganz passgenau einzustellen. Und am Ende schont es auch den Geldbeutel. Und toll, Dankeschön für diesen Beitrag. Und jetzt darf ich Ihre Urkunde vorlesen. Biolandhof Finke GbR, Johannes und Maximilian Finke, verleihe ich in Würdigung ihrer herausragenden Leistungen im Bereich Ressourcenschutz, Naturschutz und Landschaftsgestaltung, insbesondere für ihr betriebliches Engagement und Ressourcenschutz, herausragend im Bereich des grundwasserschonenden Stickstoffmanagements im Gemüsebau, den Preis des Bundeswettbewerbs Ökologischer Landbau 2021. Unterschrieben habe ich auch. Der Adler ist auch drauf. Sie bekommen es jetzt digital ausgehändigt, aber real müsste es bei Ihnen sein. Herzlichen Glückwunsch und danke. Herzlichen Glückwunsch, liebe Finkes. Und ich bin jetzt mit Johannes Finke auch noch mal für die letzten Worte heute im Stream verbunden. Mit einer Frage. Sie haben 55 Berufsjahre und Sie sind immer noch 50 Stunden die Woche im Betrieb. Seit 2 Jahren sitzen Sie im regionalen Prüfungsausschuss. Was erhoffen Sie sich von diesem Preis? Unser Betrieb liegt.
ein Appell an Sie, liebe Frau Ministerin. Wenn es das Ziel ist, 20% Ökolandwirtschaft zu erreichen, dann müssen wir heute schon 50% Ökolandwirtschaft unterrichten. Es reicht nicht, es reicht nicht aus, Landwirte mit Geld zu locken. Es muss sich etwas in den Köpfen bewegen. Das greife ich gerne auf, absolut. Und es geht nicht ums Locken, weil mit Locken wird man nie nachhaltig sein. Aber das gilt für Sie wie auch für jeden anderen Betrieb. Nachhaltigkeit heißt immer Ökologie, die wirtschaftliche und die soziale Frage mit beantworten. Und ich bin absolut bei Ihnen, was die Lehrpläne anbelangt. Da müssen wir viel stärker nachsteuern. Da sind die Länder gefragt. Sie wissen, als Bund dürfen wir da nicht reingehen in die Bildung. Aber wir sind da im Gespräch mit den Ländern. Da unterstütze ich Sie absolut. Vielen herzlichen Dank für Ihre Worte, Frau Bundesministerin. Vielen herzlichen Dank an Sie alle, die sich beworben haben, an alle Preistragenden und an die Jurymitglieder, die auch in diesem Jahr höchst engagiert getagt haben. Wir brauchen zum Schluss noch, wir haben eben, das war die Gebärdensprache, das war der Applaus in Gebärdensprache. Die Ministerien sind alle inklusiv, insofern das dürfen Sie auch machen. Wir brauchen ein Schlussfoto von Ihnen allen mit Ihren tollen Urkunden bei Ihnen zu Hause, damit wir das in die Welt hinaussenden können. Und wenn es Ihnen, gerne die Urkunden jetzt hoch. Und wenn es Ihnen gefallen hat, wir machen jetzt die digitalen Fotos. Wenn es Ihnen da draußen gefallen hat, dann teilen Sie das doch bitte über Twitter auf dem Hashtag BMEL des Ministeriums oder über Instagram @Lebensministerium. Bleiben Sie gesund, bleiben Sie uns allen gewogen und alles Gute für Ihre und unser aller Zukunft. Alles Gute, bleiben Sie gesund und auch erfolgreich. Vielen Dank.